Willkommen, fühl dich wie zu Hause. Weißt du, du hast diesen Kernwelt-Flair. Steht dir gut? Kommst du aus dem Kern? Schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mit einigen der klügsten Köpfe von Coruscant die galaktische Ökonomie studiert. Und ich habe mit angesehen, wie dieselben klugen Köpfe stumm und still ihr Talent vergeudeten, während echte Chancen an ihnen vorbeizogen. Echte Chancen? Ach, du weißt schon. Steuerfreier Handel, außergesetzliche Importe und so weiter. Oh, du meinst Schmuggel? Ich meine, die Galaxis bettelt darum, dir die Taschen füllen zu dürfen. Du musst nur mitspielen. Kriegen wir schon was, wenn wir mal in der Kneipe sind, ne? Prohust. Wir reden später, ja? Kerl, ich habe von einer Meditationskammer gehört. Wirst du sie dir ansehen? Leider nicht. Der Weg dahin verlangt echtes akrobatisches Geschick und ich... Ich könnte es versuchen, Thor. Versuchen? Und das sagt der Typ, der Basaltsäulen so schnell erklettert, wie ich brauche, um das Datum in meinen Feldnotizen zu schreiben. Oder deine Lippen zu bewegen. So, DJ haben wir noch nicht. Ah. Hier, das ist er. Da ist er, ja. Hab dein erstes Ziel gefunden. Anscheinend treibt sich ein Haxion-Stümper namens Kip Oster in der Baggerschlucht rum. Er versucht, seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Aha. Ein Blick kann ja nicht schaden, oder? So. Okay, was haben wir denn hier? Zwei Teile haben wir. Aufgeladener Schuss explosiv. Ein Upgrade für Kells, aufgeladenen Schuss im Blaster-Kampfstil, den ich ja nicht so benutze. Auch aufgeladener Schuss. Das ist alles nur für Blaster. Du musst zugeben, das ist nicht übel. Suchdruiden hacken. Halte LT, macht Magnete und drücke nach unten, um beschädigte imperiale Suchdruiden zu hacken und zu kontrollieren. Aha. Halte LT und dann nach unten, um beschädigte B1-Druiden zu hacken. Das ist langweilig. B2-Druiden. Oh. Waffen. Ja, und gibt's auch eine Info? Achso, das sind nur optische Upgrades für meine Knarre, oder was? Sieht so aus. Ja, dann hacken wir lieber was. Das sind die Flugdinger, ne? Mal die hacken. Könntest du das etwas beschleunigen? Lass mich. Ja. Das nehme ich. Das könnte ganz hilfreich sein. Meine Güte! Ich habe etwas, das Kerl kaufen will. Hey Monk. Schön, dich zu sehen, Kerl. Monk. Du und Grease, habt ihr eigentlich noch große Pläne mit der Kantine? Nun, da ist eine Bühne, auf der sich nur Staub sammelt. Vielleicht engagieren wir irgendwann Bands von außerhalb. Dann würden wir auffallen. Ich würde sagen, aufzufallen ist nicht euer Problem. Guter Punkt. Aber nur damit du es weißt, die Band bei meiner früheren Arbeitsstelle war besser bewaffnet als die Ehrenwache eines Hutten. Bis die Raider-Situation unter Kontrolle ist, lass einfach laufen. War schön, dich zu sehen. Tisch ist reserviert. Alles klar. Hey, ganz ruhig, Grock. Entschuldigt meinen Freund hier. Er ist nur ein bisschen vorsichtig. Ja, das verstehe ich. Ich heiße Dana. Mein Partner und ich haben das Talent, aus Gelegenheiten Profit zu schlagen. Ich bin Kerl. Das ist BD. Lautes kleines Ding. Wir wollen vielleicht zur Baggerschlucht. Warst du schon mal da? Ein oder zweimal. Ich wäre dort vorsichtig. Ist das Gebiet der Raiders. Raiders Gebiet? Grock,
Ich bin sicher, so schlimm ist es nicht. Ich riskiere meinen Hals nicht. Was hat sie denn für eine Stimme? Hey, war schön, dich kennenzulernen, Kerl. Ich muss jetzt was Geschäftliches mit meinem alten Kumpel hier besprechen. Komm, BD. Hey, hast du kurz Zeit? Klar. Anscheinend kenne ich jetzt deine ganze Crew. Also die alte Crew. Es wirkte auf mich, als wäre da eine gewisse Spannung zwischen dir und Seal. Es ist immer etwas seltsam, jemanden nach Jahren wiederzusehen. Ich habe nicht viele Leute, mit denen ich eine Beziehung habe. Aber das sagt wahrscheinlich mehr über mich aus als über dich. Meinst du? Ach, es gibt nur Cutter und mich. Und mehr könnte ich derzeit auch nicht verkraften. Je mehr Leute in deinem Leben sind, desto mehr kannst du verlieren. Weißt du? Wer hat dir gezeigt, wie man jagt, Mosi? Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Um Anerkennung, Lob, manchmal auch Essen. Ich musste die Stärkste sein, um hervorzustechen. Das klingt heftig. Mit mir war Mama am strengsten. Jeder Fehler wurde angesprochen. Meine Technik kritisiert. Das musste ich abgehärtet haben. Wahrscheinlich. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr ausstehen. Wahrscheinlich kam ich deshalb hierher. Ich kannte meine Eltern kaum. Nun, das ist nicht immer das Schlechteste, oder? Tja. Hey, Kleiner. Ich habe schlechte Nachrichten über unseren Lieblingsfanatiker auf Ordo Aris. Ich weiß bereits, dass Sorg Tormo ein neues Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Ach so? Einer deiner Stammgäste hat mich informiert. Sie hat die Haxion-Brut beobachtet, also sind wir diesmal einen Schritt voraus. Man sollte meinen, der Typ würde es mittlerweile bleiben lassen. So, ja, das Bad, stimmt. Dann gehen wir mal eben hoch. Keine schlechte Auswahl. Ah, Datendisks. Ah, guck an. Bonusslot. Zusätzliche Bonusslots ermöglichen, dass mehr Boni gleichzeitig ausgerüstet werden. Ja, das ist schon geil. Und man kann sich Boni kaufen. Für BD1-Dinge und Farben. Okay. Slot. Ja, sicher. Cool. So. Wer bist du? Raiden. So, habe ich Viecher gesammelt? Nee, null. Okay. Was stand da? Tankstatus schmutzig, ja. Dann mach sauber. Oh, ja, alles gut. Sieh dir diesen Saloon an. Monk hat richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ich habe geholfen, indem ich mich nicht eingemischt habe. Wusstest du, dass es auf dem Dach einen Garten gibt? Ja. Habe ich schon gesehen. Weißt du, was ich an Pflanzen mag? Wenn ich mit ihnen rede, können sie nicht einfach weggehen. Zick. Hey, Kumpel. Hallo, Kerl. Du kommst gut mit Droiden aus, stimmt's? Klar. Mit Leuten hatte ich dagegen immer Probleme. Droiden sind logisch und zu einfach zu reparieren, wenn sie kaputt sind. Leute sind unberechenbar. Was du nicht sagst. Aber wenn du die richtige Person gefunden hast, wird's leichter. Hoffentlich. Okay. Ah, hier ist das Spiel. Willkommen, willkommen! Komm näher und versuche dich bei Holotaktik! Unser Retter kehrt zurück. Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Bimauk und das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailoons Saloon ein Holotaktik-Spiel aufgebaut. Du hast gar keinen Mund. Freut mich, dass ihr beide das Pailoons gefunden habt.
Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Droidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Verstanden. Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Genau. Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Herausforderer warten. Wähle die Gegner, den du herausfordern möchtest. Grammatikalisch auch nicht so korrekt. Besiege Gegner, um einzigartige Belohnung freizuschalten. Okay. Investiere deine Kampfpunkte, um Einheiten zu kaufen und platziere sie auf dem Tisch. Eine Herausforderung hat mehrere Wellen. Wenn du gegen eine Welle verlierst, bist du besiegt und musst die Herausforderung neu starten. Zu jeder Welle werden zusätzliche Kampfpunkte vergeben. Alle ungenutzten Punkte werden für die nächste Welle übernommen. Gewinne gegen alle Wellen, um die Herausforderung abzuschließen. Ja, und wie? Was muss ich tun? Naja, ich habe schon ein paar Einheiten, sag ich mal. Ach, ist das so à la Gwent? Okay. Na, Turgel scheint der aktuell leichteste zu sein. Okay, du wirst mich niemals besiegen. Was muss ich denn tun? Fernkampf, ja. Die treffen ja nicht, ne? Komm hier, Raketentruppler. 6 Kampfpunkte. Kampfpunkte 6 von 6. Okay. Dann wollen wir doch lieber mal gucken. Kommandeur. Der hat da 2 Kommandeure, ne? Sehe ich das richtig? Flammentruppler. Schwerer Angriffstruppler. Das ist halt nur einer, ne? Nahkampf. Könnten wir Schildtruppler. Komm, nehmen wir den Raketentruppler. Und los. Lass die Schlacht beginnen! Oh, mach's gut, leb wohl! Oh. Das war hart, Kerl. Okay. Sehr hart. Okay. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wie schalte ich das aus? Ich habe gehofft, dass es ist also eine Aufnahme. Der schneller nachlädt. Dann fange ich an zu reden. Dann machen wir einfach mal 1, 2, 3. Ne, nicht Kampf. Achso. Ah. So. Und los. Anfangen! Tja, die treffen halt nicht, ne? Sehr realistisch. Und vorbei! Karl holt in diese Runde den Sieg! Bitte. Ah, jetzt haben wir 12. Auch cool. Da könnten wir zum Beispiel. Energiestab Auslöschungstruppler. Das ist so einer wie der da hat, ne? Da könnten wir 3 Stück von verwenden. Was haben wir sonst noch? Bedlam Raiders. Fauna oder Viecher. Gallenschlund. Sutaban Alpha. Dann nehmen wir mal so ein Vieh. Mal gucken. Bisschen ausprobieren halt, ne? Ausgelöscht!
Unser junger Teilnehmer hat einen Lauf! Komm. Diese Einheit ist erledigt! Was für eine bemerkenswerte Sequenz. Nö. Das ist ja cool. Oh nein, mein Highscore! Na, dann probieren wir mal weiter. Du kannst es mit dem alten Grease aufnehmen. Drei Wellen, okay. 16 Punkte haben wir zur Verfügung. So. Nur so ein Riesenteil hier. Mogu. So, gib ihm. Los! Und runter vom Spielfeld! Das nenne ich einen Holo-Kill! Okay. Die Würfel sind gefallen, fürchte ich. Was soll das heißen? Es gibt nicht um echte Kredits. Okay, pass auf. Du glaubst also, du kannst es mit dem alten Grease aufnehmen? Ja, sicher. So, ich bin jetzt gewillt, Raketentruppler zu nehmen. Oder wir nehmen zwei davon. Und dann haben wir noch vier zur Verfügung. Wenn wir da jetzt zwei von den Viechern nehmen. Was sind die da? Nee. Schauderpedel. Ne? Wir könnten so einen nehmen und so einen. Oder so einen. Und so einen. Packen ihn dahin und los. Was für eine Show. Das ging schnell. Ja, cool. 18 haben wir jetzt. Lass mal gucken, was haben wir denn alles für Viechers? Raider-Veteran. Könnten wir drei Stück nehmen, ne? Eins, zwei, drei. Und dann könnten wir noch von dem drei Stück nehmen. Oh. Und los. Vorrücken! Ausgelöscht! Okay, die Viecher sind nix. War ja zu erwarten. Diese Einheit ist der Hey, Mia! Das ist ja praktisch. Ich mache gerade was für die Arbeit. Dann kann ich die eben bei lurken. Hehehe. Jawollo. Sehr gerne. Sehr gerne. Oh, cool. Wir haben es geschafft. Cooles Brettspiel. So, Welle 3. 16 Punkte wieder zur Verfügung. Das heißt, wir könnten zwei Raketen-Heinis nehmen. Dann hätten wir noch vier. Ja, mach mal. So. Dann können wir noch zwei. Ah, das ist Nahkampf. Fernkampf. Die treffen ja nichts. Fernkampf. Okay, was haben wir noch zur Verfügung? Die vier sind eh nicht gut. Ah, die kleinen Dinger bringen aber gar nichts, ne? Dann nehme ich lieber so eine Schauderpede. Packen wir dahin. Und los. Komm,
Mach's gut, leb wohl! Das nenne ich einen Holo-Kill! Deine Strategie scheint nicht angemessen gewesen zu sein. Nee, nicht wirklich. Ja, wir probieren noch um. Turbodox, wie viel krieg ich? Du glaubst also, du kannst es mit dem alten Grease aufnehmen? Ja, kann ich. Überspring einfach. So, jetzt pass auf. Wir gucken mal, was der so kann. Los! Das ist ein Punkt für Kerl! Ausgelöst! Jawohl. Das Glück ist dir Holz. Achtzehn und vier Gegners. Und das sind zwei Nahkampf-Kommandeure und zwei Fernkampf-Kommandeure. Die treffen ja wenigstens, ne? Aber vielleicht 10 Punkte. Das haben wir noch zur Verfügung. Die sind eigentlich gar nicht schlecht, ne? Können wir 3 Stück nehmen. Risiko. Da können wir eigentlich... Warte. Da vorne hinsetzen. Los. Lass die Schlacht beginnen! Oh, er hatte nie eine Chance! Ausgelöscht! Diese Einheit ist erledigt! Sehr gut, sehr gut. Ich mag ja so Minispiele, ne? Also Gwent habe ich Stunden verbracht. Sehr, sehr viele Stunden. Fand ich so cool. So. Magna-Wache. 2 Stück. Das reicht bestimmt für die, oder? Pass auf. Los. Holotaktik! Oh, mach's gut, leb wohl! Es sieht jawohl. Gut aus für Kerl! Kerl-Kaste ist triumphiert! Pilotenjacke, naja. Komm schon, doppelt oder nichts? Ernsthaft? Nein. Die Farben interessieren mich eigentlich nicht. Das wird ein aber ich will die schaffen, die ich jetzt schon freigeschaltet habe. Dann haben wir wieder die 3. Komm, dann gehen wir auf Nahkampf. Elektrostab, Auslöschungstrupp, bla. Eins, zwei, drei. Und dann... Ah, haben wir nur noch so einen Druiden. Packen wir da hin. Der stirbt sowieso sofort. Verdammt! Ein Jammer. Okay, okay. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. So, dann will ich jetzt einfach mal was probieren. Und los. Quantität statt Qualität. Und runter vom Spielfeld. Damit ist Kerl bestimmt
zufrieden. Diese Einheit ist erledigt. Jupp, bin ich. Meisterlich gespielt. Okay. Oh. Na gut, die drei da hinten, die sind ja für den Arsch. Oh, Injuice, hi. Jawohl, trinken, gute Idee. Aus der leckeren Mischeltasse. Prohust. Ah, fein. Und wie geht's dir, Injuice? Alles klar? So. Wir probieren mal hier so ein bisschen was aus. Die Viecher bringen doch nichts, oder? Oder? Na komm. Einfach mal gucken. So, dann haben wir noch 8. Damit könnten wir 2 von denen. Ja, die waren aber nicht so berauschend. Was haben wir hier noch? Rollmine. Das glaube ich nicht schlecht, ne? Gucken wir mal dahin. Ja, die treffen halt nicht, ne? Alles so gut, wie es muss. Nicht. Das klingt doch gar nicht mal verkehrt. So, was nehmen wir denn hier noch? Komm, dann nehmen wir noch so ein, oder? Nee. So einen nehmen wir noch. So. Mal gucken. Oh, die Mine macht doch meine Leute kaputt. Das ist nicht gut. Verdammt. Kestis muss jetzt gründlich über sein Vorgehen nachdenken. Da habe ich immer voll abgelost. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Ja, ja. Das wird okay, noch ein bisschen rumprobieren. Komm, lassen wir mal die Viecher für uns sprechen. Das hat ja vorhin schon ganz gut geklappt. Oh nein, oh nein. Das nenne ich einen Holo-Kill. Okay. Das war nix. Das war gar nix. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. So. Flammentruppler, natürlich. Eigentlich gar nicht schlecht. Schwerer Angriffstruppler. Ah, Fernkampf, genau, die bleiben hinten. Machen wir so. So, könnten wir noch 2 Nahkampf, aber das könnte gefährlich werden. Was haben wir hier noch? Die blöden Viecher da. Die bringen ja auch nichts. Komm, dann machen wir das so. Und zwar so. Und so. Los. Oh, sie treffen mal. Und gar nicht mal so schlecht, ne? Die waren schon erfolgreich. So, jetzt haben wir da ein paar mehr. Aber ich bleib mal auf der Schiene. Hallo? So, mal gucken. Los! Und runter vom Spielfeld! Ausgelöscht! Oh, er hatte oh, verdammt, Alter! Das nenne ich einen Holo-Kill! Das wird kaputt! Boah! Die waren stark. Die waren stark. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Ja, ja. Das
So, nochmal probieren. So. Energiestab, Auslöschungstruppla, Elektrostab. Bin im Energie. 1, 2, 3, 4. Und los. Vorrücken! Ausgelöst! Jawohl. Komm. Oh, mach's gut, leb wohl! Zack. Einige kluge Techniken von Kerl bringen ihn in die nächste Runde. Die müssen wir auch noch hinkriegen. Die sind nämlich stark, die beiden da vorne. Die sind echt stark. Könnte ich zwei von denen schicken, aber das, nee, schaffen die doch nicht, oder? Das schaffen die nicht. Könnten. Ich kann nicht gucken, was die benutzen, ne? Naja. Machen wir mal so. Und dann haben wir nur noch die Möglichkeit, zwei von denen hier zu nehmen. Nahkampf, die müssen eigentlich nach vorne, aber wir lassen es mal so. Diese Einheit ist erledigt! Alter! Puh, eine schwere Niederlage, Kerl! Okay. Okay. Dann will ich noch einmal die Fauna-Viecher probieren. Und dann gucken wir weiter. So, hier. Da könnte ich einen von denen. Das hat ja schon funktioniert vorhin, ne? Ich könnte aber. Na komm, wir machen das. Vorrücken! Ausgezeichnetes Spiel von Kerstis! Geh weg, geh weg! Bist du doof? Runter vom Spielfeld. Wenn deine Mine ist, musst du weg. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Okay. Das wird ein wahrer Nochmal. So, ich will immer noch die Viecher da probieren. Die waren eigentlich gar nicht schlechte mit ihren Stacheln. So, und dann können wir noch so einen dahin packen. Und los. Mal gucken. Ja, toll. Leicht zu töten. Kerl kann mit dieser Runde nicht zufrieden sein. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Ja gut, jetzt haben wir es mal ausprobiert. Ist ganz cool. Du gehst schon? Ja, ich scanne alles. Okay, okay. Da geht's hoch zum Garten. Und es sind Dinge gewachsen. Sieht durchaus respektabel aus. Muss ich da was ernten? Nee, anscheinend nicht. Okay. Wieso kann ich die nur nicht benutzen? Ah ja, da geht's runter. Was ist jetzt? Ernten oder was? Gartenarbeit? Pflanzen. Boah, sowas habe ich eigentlich gar keinen Bock, ne? Warum ist das nicht freigeschaltet? Who knows? Okay, komm.
Dann gehen wir mal zu unserem Fluggerät, zu unserer Mantis, wo wir hin sollen. Er war aber schnell, eben war er noch in der Ding. Halte in die Kneipe. Nach dem Imperium. Ach. Erzähl doch nichts. Halt. Pass auf dich da draußen auf. Ja. So, ich weiß gar nicht, haben wir Fähigkeitspunkte? Nee. Rumbasteln brauchen wir auch nicht. Ja, Dan. Gute Reise. Welcher Planet als nächstes? Dahin. Jedi also. Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Machst du Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst es nicht. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Was lädt der jetzt so lange? Komm hier jetzt. So. Weg. Guten Tag. Was sollen wir machen? Ah. Okay. Gehen wir mal gucken. Auf unserer Basis hier. Wissen wir, dass es sicher ist. Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen mit wem soll ich denn reden? Sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Hallo? Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, dass sie durch das Aufnehmen von Flüchtlingen ins Visier genommen werden. Wahrscheinlich eher. Salz und Pfeffer. Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Ich weiß nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen Sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier und mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Ist das Versteck weit weg? Nein, aber wir brauchen einen Sparmehl, um hinzukommen. Sie sammeln sich in der Nähe der Basis. Folge mir. Moment.